Du willst dein Holz verbinden, aber über 1000 Euro für eine Festool-Domino-Fräse ist dir zu teuer? Dann spar dein Geld und bau dir das. Für die Basis der Vorrichtung sägst du dir zuerst 4 gerade Kanten an deinen Multiplex. Aus diesem Rest Sperrholz schneidest du dann mehrere dünne Streifen heraus. In die Platte fräst du dann 3 Nuten. Eine verläuft längs, 2 verlaufen quer. Jetzt kannst du die seitlichen Anschläge festschrauben. Diese sitzen so, dass die Oberfräse jetzt genau passend dazwischen fahren kann. Jetzt brauchst du noch 3 Anschläge. Der kleine Anschlag dient als Größenstopp. Mit dem längeren Anschlag stellst du die Materialdicke ein. Fertig ist deine Vorrichtung. Jetzt kannst du dir anzeichnen, wo der Domino sitzen soll. Hierfür die Stärke des Dominos auf dem Holz markieren und die Vorrichtung dazu passend ausrichten. Dann die Breite des Dominolochs mit Hilfe der Vorrichtung einstellen und den Endanschlag passend dazu feststellen. Beide Löcher fräsen und dein Holz zusammenstecken. Das Ergebnis: eine perfekte Domino-Verbindung. Hergestellt ohne teure Domino-Fräse. Genial, oder?